Das geht bei der Alte. Kein Blinker, kein gar nichts. Also ich meine, ja, ich kenne das, wenn ich in einer Ortschaft bin, die ich mich nicht wirklich auskenne und so, dann bin ich auch ein bisschen verloren, ja. Aber so eine Scheiße, Alter. Ich kann jetzt nicht noch einen Unfall vertragen. Ja. Mann, Mann, Mann. Tja, dadurch, dass jetzt so ein Break dazwischen war von knapp 2 Stunden. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Ich habe noch was gefuttert und so. ja, momentan Urlaub noch und da ist alles, die komplette Gewohnheiten, Ritualen, wie man es auch nennen mag, total verschoben. Na geil. Total verschoben und ja, Frühstück ist Abendessen und so weiter. Aber tja, ich habe ja Fenster aufgemacht, besser gesagt die Rollos. Hab das da draußen gesehen, da ich gesagt, yo, heute geht's los. Ich hatte eh Termin mit einem Freund von mir, aber heute alles schief gegangen. Was hätte schief gehen können? Naja gut, es hätte Schlimmeres passieren können. Von daher ist noch alles gut. Boah, hier stinkt es nach Plastik. Mal schauen, ob ich das bin. Nee, scheint nicht so. Ja, ich mecker eigentlich schon seit über einem Monat. Mecker ich jedes Mal, wenn ich meinen Roller sehe. Oh, ist der dreckig, Mann, ist der verstaubt und. Aber zur Waschanlage und wenigstens ihn mal durchspritzen, das habe ich nie geschafft. Dann dachte ich, jo, heute ist der Tag. Ich gehe da mal kurz hin. Spritze den mal durch. Hoffentlich hat es noch offen. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Ja, stellen wir uns mal. So, Sendung aus. Das auch aus. Den schnapp ich mir. Ah, scheiße. Ich habe kein Kleingeld. Super. Okay, na, hat sich das vertagt. Jetzt schnell zur Bank. Dein Kleingeld noch besorgen irgendwie. Und dann ab noch der zweite Versuch. Aber es wird langsam wirklich Zeit. Der Roller ist wirklich mega verstaubt. Ich will ihn ja nicht wirklich, wirklich sauber haben. Ja. Aber wenigstens den Dreck weg. Den Staub, den dicken Staub, den feinen Staub einfach mal vom Roller runter zu pushen. Ich kaufe mir nie wieder, jawohl, das sage ich jedes Mal, ich kaufe mir nie wieder einen weißen Roller und dann tat ich es wieder. Naja, das sind einfach Scheiße, was die Pflege angeht. Man sieht immer jeden Dreck, aber bei Schwarz genauso. Von daher, oh, apropos Schwarz und Dreck, Scheiße, da könnte man draufschreiben, wasch mich. Nice. So. Ich cutte das mal. Wir sehen uns gleich wieder.
Aprilia. Schick, schick. So, willkommen zurück. Jetzt den zweiten Anlauf starten. Ah, shit. Ich muss noch Kleingeld machen. Ich muss doch die Scheine klein machen. Die Katze geht Gassi. Sehr geil, könnte meine sein. Ah, bitte Post. Die Post lässt einen normal nie hängen. Macht einen Bogen um mich. Das Dorfleben. Pur. So geil. So. Aha. Startet momentan schlecht. Gut. Jetzt fahren wir aber gemütlich mal wirklich zur Waschanlage. Mein Gott. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Heckmeck gehabt, um meinen Roller zu putzen. Wäre jetzt noch irgendwas gewesen, hätte ich gesagt, scheiß drauf. Ab nach Hause in den Hof, ich hole mal ein paar Eimer. Oh. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ich habe Kleingeld. Ja, das kommt davon. Immer wenn ich daheim ankomme, wird der Geldbeutel und die Taschen werden geleert. Und es fliegt alles in so eine Art kleine Flasche. Klasse in Jogginghosen. Ah. Voll assi. So. Hoffentlich vergesse ich die nicht. Hoi, die hat es echt gut gemeint mit mir. So, frische Bürste, Hochdruck, Frischwasser. Ich würde sagen Hochdruck, ja? Hochdruck und ja. Oh, ich habe was vergessen. Das ist meistens der Grund, warum die Köpfe dann meistens nicht mehr anspringt. So. Wenn ich jetzt nicht mehr rauskriege, habe ich ein Problem.
Das reicht mir schon. Jetzt muss ich vorsichtig das rausholen, sonst habe ich ein Problem. So. Ah, Mist, ein Handtuch vergessen. Ja, geht doch. So. Witzlos. Shit. Ah, das reicht. Das Schöne ist ja, ich wohne nur um die Ecke. Es ist nicht so arg weit weg. Das heißt, ich habe zwar kurzzeitig einen nassen Hintern, aber nur kurzzeitig. So, da könnt ihr sehen, was ich gemeint habe. Seht ihr die Kratzer? Total hier auch. Das Nummernschildhalterung auch total verbogen. Hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Voll nervig. Naja. Genug geschwafelt, abhem. Tja, wie immer. Immer. Ich vergesse meine Handschuhe immer. Wenn es nicht Geldbeutel ist, sind es die Handschuhe. Oi, oi, oi. Zündaussetzer. Naja, da ist bestimmt irgendwo ein bisschen Wasser. Schön. Passt schon. Naja, immer ist irgendetwas. Aber laufen tut sie. Jetzt zieht es auch wieder vernünftig. Ah ja, die hat Wassertropfen bestimmt verschluckt. Gut, es neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Ich bin jetzt knapp 4 Stunden unterwegs gewesen, tatsächlich. Ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin sehr viele... Moment kurz. Ich bin fast 200 Kilometer gefahren, aber das Fahren war echt schön. Die Strecke nach dort oben muss ich demnächst mal wieder fahren, wenn ich es nochmal finde, weil ich fahre normal immer anders. Naja, genug Blabla, ich wünsche euch was und wir sehen uns bei